Jo, hallöchen, liebe Freunde da draußen. Herzlich willkommen zum 14. Part von Project Zero No More Twilight V Edition. Wieder mal mit mir, allein dem Drakey. Für alle, die es nicht mitbekommen haben oder den letzten Part vor 5 Jahren geguckt haben. Ja, ich bin allein jetzt mit dem Let's Play Project Zero 2. Ob das so bleibt oder nicht, weiß ich noch nicht. Der Dodo hat sich im letzten Part schon erwähnt, 2 Wochen. Jetzt, wo ihr diesen Part seht, der mittlerweile sogar schon 3 Wochen nicht mehr gemeldet. Über rein gar nichts. Ich sehe den auch irgendwie nicht mehr online oder dergleichen. Und ich laufe da natürlich nicht hinterher. Das hatte ich aber, wie gesagt, auch schon alles im letzten Part erwähnt. Wir starten wieder ins Spiel. Ich starte mal die halbe Stunde. Muss mich kurz nach vorne beugen. Ich muss das Ding nämlich da vorne ablegen. Wenn das hinter mir liegt, kriege ich das nicht mit. Mach meine Kopfhörer an. Ich brauche eine Batterien, deshalb mache ich die mal aus. Jo, lege ich mir die auf, meine Schnurnudeln. Und ich würde sagen, wir starten wieder ins Game. Wir müssen jetzt irgendwie einen Kopf suchen oder so. Also. Von einer Puppe. Jetzt können wir natürlich nochmal die Türen versuchen, die verschlossen waren bis eben. Oder hier in den. Na, bleibt fast verschlossen. Oh, mit Kraft stellt sich uns in den Weg. Wo war denn hier ein Familienraum, ey? Der hat irgendwas mit Familienraum gesagt auf dem Foto. Ich hab das nicht erkannt, den Raum. Alles so schlimm. Grusel mich schon wieder, ey. Das ist voll eklig. Ich hoffe, ihr könnt es mir ansehen. In dem kleinen Bild, was ich oben einblende. Ja, das ist ja immer so mit das Schönste an so einem Let's Play, ne? Das sind so Gruselspiele, wenn man den anderen zuschaut und das, ihm das ansieht, dass ihm das nicht gefällt. Was er da gerade macht. Hört ihr das, Alter? Die Sounds sind auch so hammer-eklig, Mann. Im Übrigen, wird ein Film zu dem Spiel gedreht. In Japan natürlich. Aber ob das überhaupt nach Europa kommt, kann ich euch nicht sagen. Ich glaube eher weniger. Und zweitens sieht der Trailer, den es dazu gibt, schon sehr beschissen aus. Müsst ihr mal googeln. Fatal Frame natürlich. Ihr dürft den deutschen Namen nicht nehmen. Oder den westlichen, sagen wir es mal so. Fatal Frame Movie Trailer oder irgendwie sowas. Und das sieht schon sehr schlecht aus. Sehr billig. Aber ich fand das jetzt nicht gerade geil. Da geht's wohl irgendwie um eine Schule, also es ist eine Schule, kein Haus oder so. Da ist wohl irgendein Mädchen, das übersinnliche Kräfte hat oder irgendwie sowas. Genau das, was ich gedacht habe, ey. Da durchgucken. Ja, ein Schulmädchen, was ist ein Geister oder sowas? Ich habe keine Ahnung. Ehrlich gesagt weiß ich nicht mal, worum es da geht. So genau.
den Stern wohl oder Leute, also Schulkameraden und dann ist da so ein böser Geist, die dann da irgendwie alle holt und die geben dann dem einen Mädchen da die Schuld, was die wohl auch sehen kann. Obwohl sie ja dafür nichts kann. Irgendwie so glaube ich war es, bin mir nicht mal mehr sicher, weil das ist leider auch auf Japanisch. Oh, guck dir den Kopf an, ey, der sieht echt schon echt aus, ne? Ich würde da nicht ranfassen, muss ich gestehen, auch wenn ich wüsste, dass das eine Puppe ist. Ich würde mir keinen echt wirkenden Puppenkopf anfassen, der da so gruselig drin liegt. Ach, Puppenmacher, Tagebuch 4. Der Abgrund, glaube ich, hätte sie verschlingen müssen. Und dennoch, ich habe sie gesehen, Asami. Sie hat mich angefleht, mich gebeten, die Puppen zu töten, die ich angefertigt habe. Die aussieht wie sie. Was ich getan habe, ist unverzeihlich. Es ist alles meine Schuld. Asami hätte mit Akane vereint werden sollen. Doch dann habe ich diese Puppe gemacht. Asami wollte mir zeigen, wo die Teile des Mechanismus versteckt sind. Der Kopf und die Arme. Sie sind in Kisten in den kleinen Zimmern. Irgendwo in diesem Haus. Ich habe versucht, Asami zu folgen und um zu sehen, wohin sie mich führen würde. Doch ich habe lediglich den Kopf gefunden. Die Arme müssen ebenfalls gefunden werden. Und zwar schnell. Dolomit. Ja. Was ist das? Liegt hier jetzt? Der Kopf oder was? Ich finde das auch so hohl, so ein fliegender Arm. Das sieht nämlich voll bescheuert aus. Ja, der Kopf. Na okay, jetzt sieht er nicht mehr so gruselig aus, ne? Jetzt sieht man, dass das ein Puppenkopf ist. Ein zerrissenes Schaubild. Ich habe dieses Schaubild angefertigt. Das zeigt, wie der Puppenmechanismus repariert werden kann. Für den schlimmsten Fall. Der Mechanismus, den Akane und die Puppe zerlegt und versteckt haben, besteht aus drei Teilen. Ich habe schon den Kopf gefunden. Wenn du alle Teile findest und wieder zusammensetzt, sollte der Mechanismus wieder funktionieren. Wo denn? Doch, Mädchen vor dem Tod. Zwei verschiedene Wege gegangen. Mal hier rein und das andere sind die anderen. Oh nein. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Das hat er doch Wu gemacht. Wo hat's denn hier Wu gemacht? Wu. Oh, ich will das nicht. Schon viele Sachen, ne? Also Lupen ist hier wirklich ganz weit oben. What the fuck? Das ist doch irgendwie eine Frau oder so. Man sieht doch sogar ein Gesicht. Oh, ist das eklig. Gut, dann wollen wir mal. Oh, ich will das nicht. Ah, das ist eine Maske. Das ist eine... Oh, oh Mann.
dass irgendwas passiert, aber nicht, dass sie zusammenfällt. Ich dachte, die greift nach uns. Eine Stimme sagt, wir sollen hier bleiben. Das ist schon mal gut, dass die Tür nicht aufgeht. Oh, das schlimmste Spiel aller Zeiten, echt. Festgenagelter Mann. Wie festgenagelt? Hör mir auf jetzt. Hier ist ja gar nichts, da geht's ja gar nicht weiter. Lagen zwei Sachen und das war's. Hab ich kein Problem mit, ich gehe hier gerne wieder runter. Alter, ist das alles schlimm, ey. Ich speichere mal, oder? Nicht, dass ich jetzt sterbe, dann müssen wir nämlich einiges wiederholen, habe ich auch keine Lust zu. Ach, da liegt das. Ach, du musst doch nicht gleich wieder aufstehen. Nimm's einfach. Meine Nase juckt. Oder mit 10. Was ist das für Geräusche, ey? Und da ist die Kiste drin gewesen. Oh, guck mal, wie sie geht. Oh, klar, dass sie da steht. Puppenmacher-Tagebuch 1. Komisch, dass wir das jetzt kriegen. Nun, da meine Tochter Kane eine Verbliebene ist, habe ich beschlossen, eine Puppe für sie zu machen, die aussieht wie ihre Schwester Asami. Akane leidet seit der Zeremonie so sehr, es ist, als habe sie gar keine Gefühle mehr. Ich werde ihr eine Puppe machen, die von einem Menschen nicht zu unterscheiden ist, selbst wenn man beide nebeneinander betrachtet. Oh mein Gott, das ist ja mega gruselig. Akane weicht nicht von Asamis Seite. Sie hat sogar angefangen, mit ihr zu sprechen. Ich weiß nicht, was sie sagt, aber ich glaube, sie hält ein Stück ihrer Seele zurück. Wenn diese Zeremonie nicht gewesen wäre, dann wäre auch Asami nie ein Schmetterling geworden und Akane hätte nie ihre Seele verloren. Tja, wenn ihr alle so eine Bastarde seid hier. Und meinen linken Arm. Sehr gut. Hat ja was Takt gemacht. War bestimmt die Tür. Du hast das andere Mädel langgelaufen? Hier oder was? Mal kurz gucken. Die Map. Das ist der Projektorraum, da sollen wir kaum rein. Das ist der Puppenraum, ist auch schwachsinnig. Da waren wir noch nicht drin. Müssen wir da noch mal rein. Ich finde die Karte an sich ja ganz geil, aber man erkennt sehr schlecht, wo man schon drin war und wo nicht, außer man geht drüber mit dem Zeiger. Mein Gemüt hat sich gerade etwas wieder gelegt. Das wird sich bestimmt gleich wieder ändern. Was kann man denn da berühren? Da liegt was. Was ist der fliegende Arm, Alter? Der ist so lächerlich. Cool. Stärkerer Film. So, die kann dann ja einfach nur rechts in den Raum gelaufen sein. Boah! Euch hart, ey. Verdammt, Drecksviecher, ey. Ja, noch dunkler geht der Raum nicht.
kann man auch hoch. Ziemlich oft der Arm jetzt, ne? Der ist auch nicht mehr gruselig. Oh, da bin ich über Glasscherben gelaufen. Gut, dass das dann Geräusche macht, finde ich gut. Das ist wirklich mal ein richtig gutes Remake des zweiten Teils. Okay, dass man die ganze Spielart geändert hat, das ist Geschmackssache. Weil eigentlich war der Spielflow ja mal ganz anders. Das muss man ja schon sagen. Es geht wieder so langsam, von sich aus, habe ich keinen Einfluss drauf. Oh Mann, das Licht ist aus. Man möchte da auch nicht hingehen, ne? Filmrolle 3. Das ist so eklig, ey. Das ist das schlimmste Spiel, was ich hier gespielt habe, ey. Was ist das für ein komisches Gejammer, ey? Hört sich auch nicht gerade wie ein Kind an, das ist irgendwie so ein ganz komisches. Steht die gleich auf einmal wieder vor mir. Ja. Okay. Aufpassen. Puppenmacher Tagebuch 2. Gestern sah ich, wie Asami selbstständig umherlief. Zuerst dachte ich, es sei Arcane, aber dann fiel mir das hölzerne Hall in ihrer Schritte auf. Anscheinend ist es Arcane irgendwie gelungen, Asami Leben einzuhauchen. Doch es heißt, dass Puppen, die lebendig werden, am Ende die Seelen der Menschen stehlen. Arcane ist kein Mensch mehr. Asami kontrolliert sie. Sie ist zu nichts anderem mehr imstande, als ständig folgende Worte zu wiederholen. Ich will sie nicht töten. Asami sieht vielleicht aus wie meine Tochter, aber sie ist böse. Sie muss erneut getötet werden. Stellt euch mal bitte vor, ihr habt zwei Kinder und das eine Kind sagt die ganze Zeit, ich will sie nicht töten. Und sonst nichts. Und geht die ganze Zeit irgendwie so betrübt durch die Gegend. Oh, Alter, ich könnte nicht mehr schlafen. Ich glaube, der hört die Liebe dann aber auch auf, Alter. Da war ein recht nah. So, dann können wir uns jetzt wieder verpissen hier. Außer die Tür dahin geht jetzt auf einmal auf. Nö, aber da war noch irgendwas, oder? Da oben wurde mir gerade was angezeigt. Hä? Jetzt ist es weg. Oh, Cutscene. Oh. War das so klar, dass da irgendwas runterfällt, ey. Trotzdem hab ich mich erschrocken. Oh, warum, Alter? Das ist so eklig. Nette Titten hast du. Aber das war's auch. Wo ist die hin?
Ja, wirklich ganz nette Titten. Oh Mann, irgendwas Gutes muss man da ja sehen. What the fuck? Hallo? Was macht sie da jetzt? Dass man sich nicht bewegen kann, wenn man den Film wechselt, das wusste ich aber auch noch nicht. Ich glaube, ich bin hier generell ein bisschen gerade gearscht, weil ich nicht... ich kann auf der Treppe nicht kämpfen, weil wir ihren Kopf nicht anvisieren, weil der in der Treppe verschwindet. Ihr merkt vielleicht das Dilemma gerade. Aber so geht's. Was geht mit der Kamera ab, Alter? Das Bodum erhalten. Na, oder? Na, ich wechsle mal wieder auf den anderen Film. Jetzt kann ich gehen. Ich konnte eben nicht gehen, als ich auf den grünen Film gewechselt habe. Das Schlimme gerade, als runtergefallen ist, war nicht, dass ich runtergefallen ist, sondern dass er uns dabei angeguckt hat. Was auf. Das Spiel bedient sich echt allem, was ich eklig finde. Ich stelle mir das dann immer so ein bisschen vor, als. Wie es wäre, wenn das wirklich passieren würde. Das ist dann echt nicht nur noch eklig, ey. Bam, bam. Das ganze Spiel ist so widerlich. Widerlich. Wie das hier, ey. Was soll sowas denn? Ist doch nicht nötig, der Puppen auf dem Hals aufzuhängen, ey. Die Puppenteile zu ersetzen hat nichts gebracht, aber das zerrissene Bauplan zufolge wird ein Mechanismus aktiviert, wenn die Puppen ganz sind. Bestimmt fehlt nur noch etwas. Wenn, finde ich, es im Zimmer, in dem ich der Plan... Ach komm, ey, das ist doch dumm. Muss wieder zurücklaufen. Kannst du die Filmrolle noch angucken, wenn wir schon in der Nähe sind? Wir haben ja die 3 bekommen. Ist das aufgehangen? Tatsächlich. Mann. Die Mädchen haben das mit angesehen, na gut. Das ist lange her, das wird mal erwähnt, wer das ist. Der Besucher, den sie retten wollten, glaube ich. Die hatten ja 2 Besucher, falls ihr euch erinnert. Einmal so einen älteren Mann, ich glaube ein Folklore-Forscher oder sowas. Einmal diesen Jungen. Diesen, den wir immer treffen, dieser weißhaarige Junge. Ich glaube, das war der Folklore-Forscher, den sie da aufgeknüpft haben. Jetzt wird's da wieder hinlaufen, das ist ein bisschen doof, ja. Was ist das für ein scheiß Backtracking gerade? Das kann ja hier gewesen sein, ne?
Ja. Versenktes Notizbuch. Eine Puppe funktioniert nicht ohne ihre Seele. Jedes andere Teil kann ich mit meiner Werkstatt kopieren, doch man kann niemals zwei Seelen in derselben Art und Weise herstellen. Jene Seele ist der Schlüssel. Ich darf sie ihr nicht geben. Ich muss sie stets bei mir tragen. Was zur Hölle meint der, ey? Tolle, nu? So, kein Hinweis. Was zur Hölle? Was ist da jetzt umgekippt? Die Puppe ist runtergefallen, kann das sein? Wo hängt da auch eine Puppe? Ne, ist nur ein Vorhang. Oh, das ist so eklig, Alter. Ich will hier nur noch weg. Aufhören, dieses Spiel zu spielen. Dann liegt was. Ah, das ist doch der Typ. Hä? So wird das wenig Damage, Alter. Wo ist er denn jetzt? Macht irgendwie nichts, ne? Das ist ein bisschen kacke. Alter, das ist öde, gegen den zu kämpfen. Vielleicht nochmal an oder so. Du sollst halt so bekämpfen. Da wechsel ich aber den Film, Alter. Das dauert mir sonst zu lange. Ich warte immer darauf, dass sie. Was zur Hölle? Was soll ich denn jetzt machen, Alter, dagegen? Ja, schön, dass er jetzt dahinter steht. Der verpisst sich immer, ne? Wir müssen ihn dann angreifen, wenn er die Poppen holt. Sonst gehen die nicht weg, die Puppen.
Er ist schon sehr nervig. Er ist zwar nicht schwer, aber nervig, weil er wieder lange dauert. Ja. Kann keine Kombi-Shots bei ihm machen. Mann, nervt doch nicht, ihr dummen Puppen. Ich rate mal noch zweimal. Halbe Stunde ist auch rum. Ja, ich komme da jetzt nicht ran. Hör auf jetzt. Bimmeln. Oh, es ist nervig. Ja, jetzt hat er nochmal Treffer wieder gekriegt. Er war nur so gut wie tot. Ich weiß auch nicht, was das für eine Fähigkeit ist, dass sie da auf einmal neu erscheinen und dann nochmal Treffer wieder bekommen. Oh, gerade wo ich angreifen wollte, Alter, fick dich doch, du Bastard. Ich schmeiß mal kurz eine Kräutermedizin ein. Wo ist er denn jetzt? In der Wand kann ich ihn nicht angreifen. Oh, cool. Da wollte er uns das erste Mal angreifen, der Homo, Alter. Glasaugen. Ach, die Seelen. Ja, die Augen sind ja die Seelen des Menschen angeblich. Ja, ja, ich verstehe. Und Puppenmacher-Tagebuch 5. Um die Puppen zum Abgrund zurückzubringen, muss ich erst ihre Stränge durchtrennen, sodass sie bewegungsunfähig wird. Ja, nur so kann man sie hineinstürzen. Asami weiß, dass ich vorhabe, sie zu töten. Deshalb kontrolliert sie Akane, um sie dazu zu bringen, mich zu töten. Okay, ich werde dafür sorgen, dass die Puppe zum Abgrund zurückkehrt. Auch wenn ich selbst hineinblicken muss, ich muss meine Tochter erneut töten. Ich muss erneut ein Stück von Akanes Herz herausreißen. Wenn diese Zeremonie nicht gewesen wäre, hätte ich nichts von alledem tun müssen. Das ist korrekt. Bedienungsanleitung. Öffne der Puppe die Augen und gib den Maiden ihre Seelen. Wenn die zwei Maiden einander gegenüberstehen, öffnet sich der Weg des Himmels zum Haus. Die Zwillingspuppen stehen auf einer mechanischen Uhr mit 12 Positionen. Wenn du links drückst, dreht... Komm, das lesen wir uns dann beim nächsten Mal durch. Das bringt jetzt nichts, wenn ich das jetzt lese. Jetzt habe ich das beim nächsten Mal eh wieder vergessen. So, dann mal ab zum nächsten Speicherpunkt. Dann war's das für heute. Viel mehr verkrafte ich nicht von dem Spiel. Wieso kann sie das jetzt nicht aufsammeln? Da liegt doch offensichtlich was. Ah, jetzt. Wieder mal ausgetrickst. Aufnehmen tut er noch, sehr gut. Kräutermedizin wieder bekommen, die wir verbraucht haben. Auch sehr gut. War klar, dass die Puppen irgendwie einen angreifen, oder? Da vorne war ein Speicherpunkt. Yes. Kann mal kurz gucken, wie viel Seelen wir haben. 35.000, reicht das? Yes, zack, fertig. Geistpunkte sind unwichtig, vielleicht die Reichweite irgendwann nochmal. Ansonsten müssen wir mal gucken. Wenn man das Objektiv hier erhöht, Schadenswirkung.
Ja. Davon haben wir tatsächlich nur zwei Stück. Type Zero. Vielleicht eine Bandkraft. Das Nachladen dauert länger als mit jedem anderen Film. Schnell nach. Der Geist ist schnell. Die Nachladezeit ist dieselbe wie bei Typ 14. Ja, gut, alles ist mal richtig eingestellt für den nächsten Spieldurchlauf. Speichern wir zwei über. Oh Mann. Ist eigentlich sowas wie Hauptmenü? Nö, ne? Kann man nicht zurückkehren. Ne. Oder wenn man die Tasten hier drückt, was ist eigentlich auf 1? Doch, hier. Zurück zum Titelbild. Gehen wir einfach mal. Könnt ihr das gar nicht sehen, weil ich jetzt wieder auf mich schalten werde. Ha! Unnötig gewesen, aber gut. Oh Mann. Ja, das war wieder für mich zumindest ein harter Tobak, ey. Meine Herren. Ich bin fertig mit den mit den Nerven. Ich hoffe, natürlich hat euch gefallen. Falls ja, lasst doch ein Däumchen nach oben da. Ansonsten könnt ihr natürlich auch gerne abonnieren. Den Button findet ihr irgendwo unten links. Ist ja der rote, kennt ihr sicherlich alle. Das ist wahrscheinlich, wenn ihr uns mögt, oder mich, besser gesagt jetzt, der Dodo nochmal wiederkommt, ich weiß es nicht, aber mich mögt, dann habt ihr das ja eh schon getan. Ja, Links findet ihr natürlich wie immer unten in der Beschreibung, also zu dem Social Media Kram, Facebook, Twitter, Twitch etc. pp. Und ja, es war mir eine Freude, für euch dieses Video gemacht zu haben. Und ich hoffe natürlich, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Und bis dahin habt noch einen schönen Tag und eine gute Nacht. Haut rein. Tschüss.